Der Film zum Friedensdenkmal wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von der Waldgaststätte Friedensdenkmal, das Ausflugsziel für Genießer. Das Friedensdenkmal ist eine bemerkenswerte Sehenswürdigkeit der Stadt Edenkoben im Landkreis Südliche Weinstraße. Es wurde 1899 nach den Plänen des pfälzischen Bildhauers August Drumm, der selbst 2 Jahre an dem Reiter von Edenkoben arbeitete, fertiggestellt. Das Denkmal zeigt eine offene Bauweise. Es steht auf 4 großen Säulen in einer eigens dafür angelegten Parkanlage. Der ursprüngliche Name war eigentlich Siegesdenkmal, da es als Erinnerung an den Sieg des unter preußischer Führung stehenden Norddeutschen Bundes über die Franzosen im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 erbaut wurde. Der Ort, der für das Siegesdenkmal gewählt wurde, ist der Berg, von dem aus die Edenkobener damals die Signale über den Sieg der geeinten deutschen Stämme beobachten konnten. Hier bietet sich eine eindrucksvolle, weite Aussicht über die Rheinebene und das endlos wirkende Rebenmeer der südlichen Weinstraße. Musik 1969 wurde das Schwert der Reiterfigur bei der 1200-Jahr-Feier Edenkoben durch einen Palmzweig ersetzt und das Siegesdenkmal in Friedensdenkmal umbenannt. Herzlich willkommen hier in Edenkoben am Friedensdenkmal. Mein Name ist Christian Völlinger und ich bin seit Jahren hier am Friedensdenkmal für Ihr Wohlbefinden verantwortlich. Genießen Sie die Vielfalt des Buffets zum günstigen Pauschalpreis. Im Sommer wird samstags gegrillt. Saftiger Schweinekamm vom Holzgrill mit Pommes frites und Salatteller. Neugierig geworden? Dann lassen Sie sich von uns begeistern.